Moin ihr miteinander zu einer neuen Woche, zu einer neuen Folge von Weidejagd, den Dimediags aus Mittelfranken. Die Jags kommen weg und ihr seid dabei. Man hört sie grunzen, aber der Reminär, ja genau. Die haben Hunger, weil sie sind jetzt da oben auf der Weide, 2, 3 sind oben, Kiri und Uwe. Ja, und die kommen jetzt auf die Weide, wo wir abgesteckt haben. Hier nochmal das Video. Und werden jetzt auch getrennt. Also, wir fangen jetzt an mit den zwei Herden. Das heißt, Sarah, Nelly, Kaya, die noch ein bisschen Behandlung braucht, bleiben hier. Das wird jetzt die neue Herde. Und die anderen kommen runter. Warum müssen Sarah und Nelly weg? Ganz einfach, weil sie noch zu jung sind, dass unser Stier, der Uwe, da aktiv werden dürfte. Die werden jetzt dann ein Jahr alt, das heißt, sie werden so ja, rein vom Physiologischen her bereit, aber das ist nicht gesund für das Tier. Deshalb mit 1,5 bis 2 Jahren dürfte Uwe ran, aber bis dahin kommen sie jetzt erstmal weg. Werden sie weggesperrt und das wird ja dann quasi immer der Prozess sein, dass wir mit 2 Herden fahren. Genau. Und jetzt fangen wir mal an. Ich fülle jetzt erstmal, was brauchen die da unten? Wasser. Deshalb hier mein Wasserwagen. Alter Einachser. 2 IBC-Tanks drauf, schön festgezurrt. Miteinander verbunden. Und hier haben wir unser Tränkebecken dann dran. Das heißt, die können dann davon saufen. Da habe ich dann noch einen Schutz für die Tanks, damit keine Algenbildung durch das Sonnenlicht, durch die UV-Strahlung stattfindet. Ja, und das füllen wir jetzt mal auf. Dann trennen wir die. Schauen wir, dass wir es erstmal hier trennen. Und dann verladen wir sie auf dem Hänger und fahren sie runter. So mein Plan. Funktioniert ganz easy. Danach muss ich dann da oben echt schauen, dass ich diese Weide mit dem Joschkin mal abfahre. Die ist echt platt, die Weide. Aber ich wollte jetzt eben vor der Schlachtung nicht irgendwelche neuen Gruppen bilden und nochmal neu umspannen. Deshalb, ja. Hat das jetzt ein bisschen gedauert, aber sie haben ja mit Heu wurden sehr gut zugefüttert, ne? Ha! Da sind sie jetzt. Ich hab nichts filmen können beim Ausladen. Wir waren echt viel mit den Jags beschäftigt. Die kennen halt den Hänger noch nicht. Und deswegen war das ein bisschen. Ja, die musste man dann schon bitten auf den Hänger. Jetzt trage ich einmal noch den Salzstein runter, den Leckstein. Und dann. Jetzt den nicht gut. Ha? Das erste Mal sind sie nicht daheim. Na gut, dann trage ich das einmal runter. Da habe ich hier, ich zeige es euch unten. So, da sind wir daheim. Da unten kriegen sie bald einen Schatten. Deswegen habe ich da unten den Wasserwagen ins Eck gestellt. Und die sind jetzt irgendwo dahinter. Sind jetzt 8 Stück müssen es sein, die jetzt da oben sind. Ach, schön. Bin echt gespannt, wie sie sich jetzt hier verhalten, außerhalb einmal. Und die andere Frage ist, wie fange ich die eigentlich wieder ein? Ha. Also jetzt am Stall ist natürlich einfach, weil da kannst du sie relativ zentral stellen, in der kleinen Gruppe. Wie macht ihr das? Irgendwie mit Paneelen ein kleines Rondell bauen oder wie? Bringt ihr eure Tiere wieder nach Hause? Erzählt mir mehr. Also, jetzt lassen wir die mal da. Dann kann ich oben die Weide wieder umbauen und oben mit dem Joschkin mal drüber fahren. Und dann ist das alles wieder präpariert. Ah, ich will meine Gedanken jetzt gar nicht äußern. Da könnte man ja fast man könnte ja fast schon wieder Heu machen. Und das ist ja die nächsten 7 Tage mindestens volles
Sonnenwetter angesagt, 30 Grad. Aber ja, wir haben den Zaun aufgebaut beim größten Regen oder halt in der Regenperiode. Und da haben wir uns dafür entschieden. Und das machen wir jetzt, dass wir das mal da stehen lassen. Puh. Also, da hört man es eigentlich, ich bin ein wenig verschnupft. Das Regenwetter hat mich ein bisschen beeilt. Also, wo sind sie denn? Sind sie noch da? Ja, da oben. Da hinten sind sie. Dann lassen wir den jetzt mal in Ruhe, wenn wir zurechtfinden. Die schauen sich jetzt mal überall um. Na, werden sie hinten schon wieder zum Wasserwagen finden. Weil Wasser brauchen sie bei dem Wetter jede Menge. Puh, ich auch. Ich mache jetzt mal Mittag. Servus. So groß war der Stall schon lange nicht mehr. Die kleine Gruppe kriegt jetzt quasi den riesen Stall hier wieder. Haben wir jetzt alles sauber gemacht, den tue ich jetzt halt noch ausmisten. Und nächste Woche wahrscheinlich, aber das seht ihr dann erst in der Folge später, wird hier mal durchgekerchert komplett und dieses Pflaster neu ausgekehrt und unten die Fläche mit dem Kalk-Sandsteingemisch. Das wird auch wieder neu aufgefüllt, da sind auch gescheite Löcher drin. Und wird wieder neu verdichtet. Und das ist lustig, wir haben es gesagt, die Truppe, die jetzt da oben steht, diese fünf Tiere, eins ist größer, das wäre dann quasi der Stier. So haben wir es vor ein bisschen mehr als 2 Jahren gekriegt. Einjährige Tiere und ein bisschen ein größeren Stier. Wahnsinn, so kleine Quatschkeller. Und jetzt hat, ja, sind schon größer. Gut, jetzt fahren wir oben noch das Zaunmaterial zusammen, hängen oben das Tor wieder ein. Und dann wird Joschkin aktiviert. So, da sind wir am Joschkin. Mann, ist das hier steinig. Sieht man das, was der Steine vor sich her schiebt, zieht? Wahnsinn. Mann, Mann, Mann. Ja, ich habe es beim letzten Mal Joschkin schon fahren schon gesagt, dass ich eventuell hier mal Steine glaube, aber bin auch nicht dazu gekommen. Ist ja ehemals ein Acker und deswegen ja, sind die Steine jetzt nach oben. Ich hoffe mal, wenn da mal Grasnarbe drauf ist, dann wird es ja nicht jetzt ja umbrechen wie beim Acker, dass das dann irgendwann mal nach dem Abglauben weg ist. Aber das ist echt Wahnsinn, was hier oben Steine liegen. Da kommt es gar nicht nach. Warte mal. So. Aber bin wieder sehr, sehr zufrieden. Sieht man es mit den Steinen? Fladen sind perfekt verteilt, sieht aus wie nach einem Mistfahren. Und so soll es sein. Es soll nämlich morgen vielleicht regnen. Nur ein Spruz regnen. Und es wäre perfekt für die Bearbeitung, dass das da gleich noch mal ein bisschen drauf tröpfelt. Dann wird das gleich alles schön umgesetzt. Also wieder sehr zufrieden mit dem Joschkin. Und wenn ich das jetzt dann habe, habe ich gleich nicht mehr viel. Dann schauen wir mal, ob ich meinen Plan, den ich euch vorhin mitgeteilt habe, ob wir den umsetzen. Ich bin da immer hin und her gerissen. Oh Mann, ist das warm am Bulldog. Ich schalte mal kein Klima ein, weil hier Näschen ist ein bisschen und Hals. Puh. Leid, ich glaube, wir machen nochmal ein Hai. Ja, ich habe es ja heute schon gesagt, wie wir die Jacks runtergetan haben. Das wahrscheinlich hätte ich vielleicht noch eins machen können, weil das Wetter jetzt echt
straight 30 Grad zeigt. Deshalb mache ich jetzt hier ein Heu und auf zwei anderen Wiesen. Dann habe ich da auch wieder einen Aufwuchs für ein wenig Silo vielleicht im Herbst, was ich jetzt nicht brauchen werde, aber Nachbar hat schon mal gefragt, ob er uns haben kann. Und bevor mir das Zeug wieder überständig und alt wird, machen wir das weg. Glaube ich. Mal schauen. Mit der Frau noch absprechen. Ja, und dann habe ich doch noch ein paar Ballen. Ich muss was zukaufen dieses Jahr. Weil einfach beim ersten Schnitt hat eine Wiese gefehlt, die wir jetzt gerade mit dem Joschkin abgefahren haben. Die hatte ich ja letztes Jahr noch Heu gemacht. Da sind 10, 11 Ballen runtergekommen. Und ich möchte im Winter mit der Mehrzahl von Tieren, mit den Kälbchen, was wir jetzt da neu haben, die machen mir wahrscheinlich einen Ballen in 4 Tagen weg. Das heißt, ich möchte mit knappen 50 Heuballen in den Winter gehen und ich habe jetzt nur noch knappe 35. Das hat man natürlich auch wieder zufüttern müssen und auch ein bisschen unterschätzt, was die dann doch alles wegfressen, wenn sie mehr werden. Ne? Und das sollen sie ja auch. Deswegen muss man irgendwas zukaufen. Da kriege ich mal Quaderballen. Da bin ich gespannt, ob mir das gefällt, weil zum Schlichten und so weiter ist es nicht mal verkehrt. Und ich habe jetzt keine Rundballenraufe, wo es rein muss. Und wenn ihr eine Raufe mal braucht für Weide, dann kann man auch eine kaufen, wo eckig hineinpasst. Ne? Deshalb bin ich mal gespannt, was da ist. Jetzt lassen wir mal noch ein, zwei Tage den Gedanken reifen. Und dann schauen wir mal, ob wir das machen. Opa, aber jetzt ist gleich mal Feierabend. Was meinst du? Warum machst du das jetzt? Ja, weil es immer mal ein paar schöne Bilder gibt. Kann man, uppala, kann man ein bisschen Musik dazulegen und dann schaut es und hört sich das gut an. Ja. Gibt's keine Trampier-Maybacks? Doch, gibt's ja auch, ja. Warum habt ihr keine gekauft? Dann hättet ihr uns passende Maybacks dafür. Naja, weil es halt das gerade gab. Das hat der Opa ja gebraucht gekauft. Vor ein paar Jahren. Und das hat halt der Händler. Stimmt, da warst du noch nicht auf der Welt. Was machen wir darauf? Wann dürfen wir die mulchen? Ende nächstes Jahr. Also noch ein bisschen länger als ein Jahr. Und dann tun wir die mulchen. Und dann dürfen die Axt drauf. Dann tun wir sie umackern. Und dann grubbern. Nur umackern. Grubbern tun wir es nicht. Dann wird was drauf gesät. Wiese. Ich hätte Gras. Genau, machen wir Wiese hin. Und dann dürfen da die Axt drauf. Und dann dürfen da die Axt drauf. Von wem sind überhaupt die vielen Ballen? Vom Klaus. Sein Misthaufen und seine. Das sind Strohballen aber. Achso, ne, da sind die Siloballen links und das sind Strohballen. Ja, genau. Es ist auch nicht der Leben von uns. Ja. Weil es auch oben gemeint ist. Und jetzt ist Cliff. Nee, das ist vom Heinz. Aber der Cliff mäht. Nee, der Heinz. Macht der Heinz selber. Nee, das habe ich jetzt nicht gemacht. Dann weißt du ja ganz doch, da Rehkitzel drin sind. Nein, da sind jetzt keine Rehkitzel mehr drin. Jetzt doch nicht mehr. Das ist nur beim ersten Schnitt. Jetzt sind doch die Kitze schon viel zu alt und laufen schon selber rum und können auf jeden Fall auch flüchten. Und das Gras ist ja gar nicht so hoch, dass man es jetzt gar nicht erkennen wird. So, dann machen wir die Transportsicherung raus und die Bleche runter. Dann geht's los. Habe ich noch was vergessen. Sorry, gleich. Like.
ein schwarzes, meinst du? Das da. Das, was ich jetzt gerade hintergehängt habe, ja. Das ist einfach nur ein Tuch, damit das Gras da nicht zurückfällt, sondern dass alles vorne im Mähwerk bleibt. So, dann können wir einschalten. Dann machen wir Gas. Ah, mein Lieblingssport im Jahr. Wunderbar. Ich freue mich. Also ihr seht, wir haben jetzt doch gemäht. Gestern hat es mal wunderbar die 16 Liter gerenkt. Und jetzt soll es 7 Tage schöne 30 Grad haben. Das heißt, wunderbarste Voraussetzungen für nochmal Grummert machen. Ihr erinnert euch. Mein zweiter Schnitt, mein Grummert, das wird noch. Ja. Ich hab's ja schon gesagt. Ja, es gibt nicht so viel her, aber ein paar werden es schon werden. Und wie gesagt, dann haben wir wenigstens noch einen schönen Aufwuchs für Silo im Herbst. Das passt. Ich bin jetzt hier auf der letzten Wiese. Und die steht echt gut. Obwohl das die Wiese ist. Ich schau mal, ob ich das Video habe, ob ich da was gemacht habe. Da habe ich ja eine VNP-Fläche, Vertragsnaturschutzfläche, mit ganz viel Kräutern. Und das durfte ich dann mit nur 3 Gräsern als Untersaat machen. Ich glaube Weidelgras, Knollgras und das andere weiß ich gar nicht mehr. Und das war dann in dem Gemenge, das habe ich selber zusammengemischt, die Mischung. So komisch. Es hat sich so verkeilt und irgendwie auch so aufgeladen, dass das in der mit der Sämmerschiene geklappt hat. Also es hat sich nur verhagelt und verhackt und es ist nichts rausgekommen. Deshalb habe ich dann das Ganze mit der Hand gezählt. 0,7, 0,8 Hektar das circa. Ja, da weißt du, was gemacht hast, aber steht gigantisch dafür. Bin ich sehr zufrieden. Ja, die Fläche darf ich auch nicht mulchen und auch nicht nachsehen im nächsten Jahr. Das ist zum Thema, dass ich wenig Bestand gerade auch habe. Natürlich auch dem Wetter geschuldet, weil es so trocken war nach dem ersten Schnitt. Aber auch so muss ich auf jeden Fall nachsehen nächstes Jahr im Frühjahr. Aber hier darf ich nicht. Hier darf ich nicht nachsehen, hier darf ich nicht mulchen. Geht nicht. Ah ja, Thema Schlachtung. Wir haben am Dienstag geschlachtet, heute ist Freitag. Und es ist doch noch ein bisschen mehr da, weil wir ja eigentlich Salami und Schinken machen. Und am Dienstag ist geschlachtet und gestern habe ich dann Innereien und Skirtsteak und Hanging Tender und so weiter die ganzen Sachen geholt. Im Hackfleisch haben wir schon was gemacht. Und jetzt haben wir schon 100 Kilo für Salami. Das ist too much. Oder was? Too much? Es reicht. Das wären ja, was ich, 300 Wurst. Ah, 300 Gramm. Ein bisschen Feuchtigkeit verliert es ja noch. Dadurch wird der Salami haltbar. Ja, und bevor wir da jetzt noch mehr gemacht haben, haben wir jetzt ein bisschen Gulasch gemacht noch. Und ein bisschen mehr Hackfleisch. Das heißt, guckt da unten in die, auf den Link. Dort könnt ihr bestellen und fleißig bei der Jagd essen. Genau, schmeckt, denke ich, mal wieder hervorragend. Ja, was mache ich jetzt noch? Ich werde dann mit dem Schwader hier nochmal die Ränder zweimal rumfahren und dann werde ich es aber heute nicht mehr wenden. Es ist jetzt schon ja, kurz vor dem späten Nachmittag. Es ist jetzt schon ab 7, 8 Uhr abends, es ist schon wieder tau. Wenn ich es jetzt verteile, dann wird dann nur die ganze Fläche wieder oder das ganze Gras wieder nass. So kann es jetzt nur ein bisschen über den Schwarz liegen und wird vielleicht nicht ganz so nass heute Nacht. Und morgen früh, 10, 11 oder was, wenn die Sonne mal da ist, dann wird gewendet. So, dann war's das. Ich melde mich später aus der Zentrale. Stop recording.
Ich habe geschwadet. Hammer, die war. Schaut es aus wie Heu? Nein. Kennt ihr den Typen noch? Freut's. Mein zweiter Schnitt, mein Krummet, das wird noch. So ein Dampfplauderer. Glaubt dem kein Wort, hey. So ein Maul auf. Also Planänderung, gestern gemäht, heute geschwadert. Ich bin heute früh mal zum Wenden rausgefahren. Das ist ja nichts. Das ist ja, wie jetzt der Bennett so schön gesagt, ein Hauch von nichts. Deshalb, das lohnt sich überhaupt nicht, da jetzt in Sprit zu verfahren und irgendwie zwei, dreimal zu wenden. Zusätzlich sind jetzt diese Flächen also unterschiedlich wie jetzt die hier. Haben wir jetzt schon wieder Schatten um 12.32 Uhr. Der zieht sich jetzt immer weiter, bis ich das trocken bringe. Und das andere ist eigentlich schon, das ist ja, das, beim Wenden passiert ja da gar nichts. Das ist ja zu kurz die Halme. Dass da irgendwas auch nur gewendet wird. Ja, und von der Menge auch. Also da fahre ich jetzt nicht noch drei, vier Mal zum Wenden drüber und verfahren Sprit. Natürlich werde ich die Kosten dann wieder haben vom Silopressen, weil natürlich das Wickeln, die Folie schon wieder sehr, sehr viel, viel teurer ist, wie wenn ich jetzt nur Heu pressen lasse. Aber das ist Schwachsinn, da jetzt auch zu machen. Also, Mission failed. Kein Krummet 2023. Aber ist halt so. Ne? Das, da muss man halt einfach immer spontan reagieren. Haben wir wieder was gelernt. So kurz wäre es nicht mehr mähen. Und dann versuchen wir Heu zu machen. Aber trotzdem, jetzt haben wir halt eine, ja, so eine Art Heulage ein bisschen, weil es ja trotzdem schon trocken ist. Durch die Zeit. Richtig feucht ist es nicht mehr. Aber ist ja so. Dann kann es jetzt noch wachsen. Und wir haben dann vielleicht im Herbst nochmal Silo, ob wir das brauchen oder wer anders braucht. Das werden wir dann sehen. Jo. Gut. Ich melde mich, wenn es gepresst ist. So, die Beine sind gewickelt. Lasst uns bitte nie wieder über das Thema Krumme 2023 sprechen. Bitte, 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 was die Ausbeute war. Aber genau die richtige Entscheidung, dass wir das heute schnell spontaner Silo presst haben. Vielen Dank an Biolandhof Wolter, an den Klaus, der heute sicherlich auch Besseres zu tun hatte, als Silo zu pressen. Der hätte nächste Woche erst selber gepresst und für mich dann das Heu. Aber spontan beim Grubbern und Mistfahren unterbrochen und er hat zack, zack für mich gepresst und gewickelt. Perfekt, vielen Dank. Haben wir ein bisschen was. Das ähnelt schon fast ein bisschen Heulage, was echt schon ja, trocken war stellenweise. Aber ja, weil es halt zu kurz und zu wenig war. Ne? Normalerweise wäre das nicht trocken in der Zeit. Gut, wir geben den Jacks noch ein bisschen Leckerlis. Ein bisschen Zucker im Schnitzel. Ja, dann hoffe ich, ihr seht noch was, weil es ist jetzt, was ist es? 8:45 und es wird schon finster. Wo war das Sommer? Naja. Ich nehme euch am besten auf den Kopf dazu. So, warum kriegen jetzt die Gurten da auf der Weide? Hier oben, der Senior kommt hier von seinem Tagesausflug zurück. Warum kriegen die jetzt auf der Weide Zuckerrüben? Sollen sie doch noch haben. Hat folgenden Grund, damit wir die schon ein bisschen anfüttern. Und zwar anfüttern für den Fall, wenn wir dann doch mal sie wieder einfangen wollen. Den grünen Eimer kennen jetzt vor daheim. Na, geh aus. Den grünen Eimer kennen jetzt von daheim. Jetzt hier, komm! 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 Anna, jawohl! Geh her! Kommt, geht's her! Komm! Jawohl, kommt's na!
Aufpassen müssen wir ein bisschen beim Stier. Hier links oben. Der ist nämlich vernarrt nach diesen Zuckerrübenschnitzeln. Kommt her. Komm. Jetzt kommt natürlich wieder die glänzt oder fast die glänzt, rang glänzte fast. Ja, du wirst jetzt noch wahrscheinlich gleich wieder der Stampert. Schau her. Anna, schau her. Ja. Ah, schaut her. Ja, mal ein bisschen zurückbleiben hier. Sonst werden wir überrannt. Da ist er, Uwe. Da ist er. Ja. Na, das ist doch schön, ne? Da ist er. Ja. Das magst du. Das magst du, das weiß ich. Da ist er. Uwe. Uwe, geh her. Magst du nimmer, ha? Nicht? Martina frisst oben noch. Da haben wir noch ein bisschen was. Da haben wir den kleinen Caruso. Aber der Bub. Magst du da mal probieren? Na. Julia. Und jetzt kommt die Chefin hinten, die hat aufgefressen. Wir werden jetzt gleich wieder alle davon stampern. Na? Da, Schätze. Ja, ich will sie jetzt auch anfüttern, einfach aus dem Grund, dass ich sie dann auch schön locken kann, wenn sie da irgendwo verstreut auf der Weide sind, wenn wir sie dann wieder heimholen wollen. Das heißt, der hat keinen Bock mehr drauf, ey. Wahnsinn, schon mehr Caruso. Zella Anna. Hier auch groß. Oh, hier. Elisabeth. So, Leute, dann haben wir es geschafft. Ja, dann lasst es euch schmecken miteinander. Ja, Silvano, du traust immer noch. Ja, dann mal her. So, Leute, dann verlasse ich euch wieder. Ups, habe die Ehre. Ja, liebe Leute, mit dieser Kulisse werde ich euch jetzt dann auch verlassen. Was steht nächste Woche an? Ich werde den Stall mal sauber machen. Jetzt werden eh so wenig oben sind, weil wir rauskärchern. Unten der Platz muss wieder neu mit Kalk irgendwas gemischt gemacht werden. Ja, ach Gott, jede Menge wahrscheinlich zu tun. Ein bisschen Sensen, ein bisschen hier, ein bisschen da. Schauen wir mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen, mein Fehler des Grumme 2023. Aber ich bin hier mega happy, dass die Yaks sich hier wohlfühlen. Es werden noch 4 heiße Tage und dann meldet er schon wieder wegen Gewitter und noch kältere Temperaturen. Das ist dann auch gut, weil die Schattensituation ist bedingt. Unter dem Hänger haben nicht alle Platz. Also, liebe Leute, klickt auf Gefällt mir, bleibt dabei, kommentiert fleißig und ich wünsche euch einen wunderbaren Start in die neue Woche. Servus!